Mein Anliegen heute ist, die Objekte, die Sie vielleicht vereinzelt hier im Museum oder in der Österreichischen Nationalbibliothek, auch in anderen Museen hier in Wien sehen können, virtuell zurückzuführen in ihren ursprünglichen Kontext. Und damit meine ich die Residenz von Margarete von Österreich in Mechlin. Es war eben ein Anliegen, das ich mit meiner Forschungsarbeit hatte, die Sammlung so gut wie es möglich ist zu rekonstruieren und damit eben zu unserem Wissen über die frühen Habsburger Sammlungen beizutragen. Natürlich kann ich hier in dem Kontext nur einige Beispiele geben, um Ihnen in repräsentativer Weise einige der Fragen vorzustellen, die sich aus so einem Forschungsprojekt ergeben. Aber bevor ich jetzt in medias res gehe, wollte ich doch noch eine andere Beobachtung machen. Und zwar, glaube ich, kann ich aufgrund meiner jahrelangen Beschäftigung mit dem Thema mit gutem Recht sagen, dass Margarete von Österreich in Europa sehr viele Freunde hat. Was meine ich damit? In Spanien wird sie verehrt als ein Mitglied der Casa de Austria. Sie war die Frau des spanischen Thronfolgers Juan von Kastilien und natürlich auch die Schwester des Königs von Spanien, Philipp dem Schönen. In Belgien verehrt man sie als Regentin und Generalstatthalterin und eben besonders die Stadt Mechelen oder Malines im Französischen ist ihr sehr zugetan, weil sie eben für etwa 23 Jahre dort ihre Hauptresidenz hatte. In Frankreich hat sie auch sehr viel Interesse gefunden, vor allen Dingen in der Stadt Bourg-en-Bresse. Das ist das wichtigste Projekt, das sie unternommen hat, eine Grabkirche mit Grabmälern und allen Ausstattungsstücken, die vonnöten sind, eben zu initiieren, durchzuführen und natürlich auch zu bezahlen. Und sie ist auch darüber hinaus als Gegenspielerin der Königin Anne de Bretagne bekannt. Der österreichische Kunsthistoriker Julius von Schlosser hatte sich bereits 1928 sehr positiv über Margarete von Österreich und ihre Sammlung geäußert. Und dennoch blieb sie in Österreich für lange Zeit fast unbekannt. Ich denke, das hat mit ihren Lebensumständen zu tun, denn sie war selbst nie in den österreichischen Erblanden gewesen. Sie sprach fließend Französisch und Spanisch, wahrscheinlich auch Holländisch. Aber ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass sie kein Deutsch konnte. Wissen wir zum Beispiel, dass sie so wichtige Bücher wie Teuerdank sich ins Französische übersetzen ließ, damit sie sie verstehen konnte. Auch mit ihrem Vater, Maximilian I., korrespondierte sie in Französisch. Dennoch hat sich Margarete von Österreich selbst als Mitglied des Hauses Habsburg verstanden und war ihrer Familie aufs Engste verbunden. Vor allen Dingen natürlich ihrem Vater Maximilian I., aber auch dann später Karl V. Und ganz wesentliche Rolle spielte sie natürlich auch als Tante von Ferdinand I. und den Schwestern Maria von Ungarn, Isabella und Eleonore von Österreich, auch Christina von Portugal, und ist gerade für die jüngere Generation, deren Erzieherin sie gewissermaßen war, doch auch ein wichtiges Vorbild gewesen. Und Sie sehen hier zwei Objekte, die vielleicht die Stellung der Margarete innerhalb ihrer Familie zeigen. Und zwar auf der linken Seite eine Handschrift, die sich hier im Österreichischen Nationalmuseum befindet und die sie in Auftrag gegeben hat. Das ist die Genealogie Karls V. Und da gibt es verschiedene Medaillons mit Porträts der wichtigsten Mitglieder. Es fängt an bei Troja, aber endet dann eben mit ihrem Bruder und ihrem Vater und so weiter. Und sie ist die einzige Frau, die sich quasi hier auf dieser Seite auch mit in die Geschichte einschreiben lässt. Und da bezeichnet sie sich eben als Marguerite Auguste Archiduchesse d'Autriche. Also das ist als erstes, nennt sie sich Erzherzogin von Österreich. Das andere Beispiel ist ein kolorierter Riesenholzschnitt. Den hat sie nicht selbst in Auftrag gegeben, sondern
der wurde nach ihrem Tode angefertigt. Und Sie sehen, das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem mehrere Meter langen Riesenholzschnitt, dass sie eben hier unten als ja, genauso viel Platz einnimmt wie ihr Bruder, der König von Spanien. Aber wer war Margarete von Österreich? Ich gehe mal davon aus, dass nicht jeder die Biografie im Einzelnen im Kopf hat. Herr Kirchweger hat ja schon ein klein wenig einführende Bemerkung gemacht, aber ich dachte einfach, es ist vielleicht einfacher für Sie, wenn Sie noch mal so einige Charakteristika Ihrer Rolle noch mal von mir auch kurz zusammengefasst hören. Und zwar, also wie gesagt, wurde sie sehr gerne als Princesse naturelle bezeichnet, weil sie eben zum einen eben Maximilian als Vater hatte, aber für die Niederlande besonders wichtig war, dass sie ein Landeskind war. Und sie war eben die Tochter der letzten burgundischen Herzogin, Maria von Burgund, die leider sehr früh gestorben ist. Und insofern hatte sie nie Akzeptanzprobleme in den Niederlanden, während Maximilian ja bekannterweise nicht unbedingt so wohl gelitten war in den Niederlanden. Ihr Leben war natürlich als Frau zunächst davon geprägt, dass sie mehrfach verheiratet wurde und schon sehr früh an den französischen Hof gesandt wurde. Das ist am besten dokumentiert durch dieses Porträt hier von Jean Ay, die zukünftige französische Königin zu werden. Die Idee war eben, dass sie den Dauphin heiraten sollte, der sich aber dann leider, als sie ein Teenager war, für eine andere, nämlich Anne de Bretagne, entschieden hat. Dann in zweiter Ehe sozusagen wurde sie mit dem spanischen Thron Folger vermählt, Juan von Castilien, der aber auch leider innerhalb eines Jahres gestorben ist. Also sie war dann schon sehr früh Witwe und wurde dann zum dritten Mal verheiratet mit Herzog Philibert II. Von Savoyen, der dann auch wieder nach relativ kurzer Zeit gestorben ist. Und ich denke, dann war sie einmal verlobt, zweimal verwitwet. Und sie selbst war nicht sehr interessiert daran, nochmal verheiratet zu werden, obwohl ihr Bruder Pläne hatte, sie mit König Heinrich VII. Von England zu verheiraten. Aber um diese quasi Möglichkeit ist sie dann herumgekommen, weil eben ihr Bruder eben gestorben ist und sie dann, wie Herr Kirchweger schon gesagt hat, die Rolle der Statthalterin und Regentin der burgundischen Niederlande übernehmen sollte. Also das ist dann der zweite Lebensabschnitt, also quasi ja, über 20 Jahre, dass sie eben als Witwe in Mechelen und Belgien ganz allgemein natürlich lebt und dort eben diese Rolle, diese viel interessantere und vielschichtigere Rolle, weil sie eben politischen Einfluss hatte. Sie hatte Geld, also von den zwei Witwengütern. Sie konnte es sich leisten, auch Sachen zu kaufen, in Auftrag zu geben und entfaltet sich eigentlich dann erst zu dem, wovon wir heute reden. Ja? Ja, Sie hatten bemängelt, dass ich den lateinischen Titel nicht auf meine Folie geschrieben hatte, aber ich dachte, ich füge ihn hier ein. Wir haben hier natürlich dieses ganz wunderbare Objekt, ja, eines meiner Lieblingsobjekte, das sich unten in der Hauptachse der Kunstkammer befindet, in dem eben diese lateinische Inschrift erscheint. Das ist ein relativ spätes Werk, 1528, in dem sie eben, also ich denke, es ist nicht in den Inventaren erwähnt, sie wird es verschenkt haben, das ist meine Lesart, weil sie auch sehr ausdrücklich betont, wer sie ist. Und sie betont halt immer die Tatsache, dass sie eben zum Kaiserhaus gehört, ja? Die Tochter und die Tante des Kaisers. Also zu diesem späten Zeitpunkt war natürlich dann Karl V. in die Fußstapfen seines Großvaters gestiegen. Aber eigentlich nicht uninteressant in dem Zusammenhang ist diese Medaille, die kurz nachdem ihr zweiter Mann gestorben ist, wahrscheinlich auch von ihr in Auftrag gegeben wurde, in der sie sich auch schon als Tochter des Kaiser Maximilians bezeichnet. Allerdings, wenn man es nicht weiß, erkennt man sie kaum, weil es sich hier in einer so pseudo-antiken Büstenform, ja, man kann annehmen, unbekleidet,
eben hat darstellen lassen. Sie hat zwar eben die Attribute hier, das burgundische Schlageisen und die Krone dabei, aber ich würde mal so ausdrücken wollen, sie ist in der Zeit noch auf der Suche nach einem eigenen einem Bild, einem Porträt, das sie für alle erkennbar macht. Das ist eben das, was Sie hier rechts sehen, in der niederländischen Witwentracht mit Haube und oberem Schleier, der den Körper bedeckt. Das entwickelt sie im Laufe der Jahre. Und ich werde da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen können, aber ich dachte einfach, ich zeige Ihnen mal eine Folie, die ich geschrieben habe für einen Aufsatz über die Porträtkunst und also wie sie sich hat darstellen lassen. Und das sehen Sie wirklich, also wenn Sie sich andere Frauen anschauen, die als Auftraggeberinnen bekannt geworden sind, es gibt meines Wissens nur sehr wenige in der Zeit, die überhaupt von sich Porträts haben machen lassen. Und dann die Menge. Ja? Also ich denke, Sie finden also ganz unter, also erstmal hier natürlich diese diversen Darstellungen als Witwe in niederländischer Tracht. Und das wird dann immer wieder eingesetzt. Hier, das haben wir schon gesehen. Sie lässt sich als heilige Elisabeth darstellen, sie lässt sich als Caritas darstellen. Also es ist, wenn man sich die wichtigsten Objekte, und das ist jetzt nur eine Auswahl, anschaut, dann merkt man ganz deutlich, sie war daran interessiert, eine Ikonografie für sich zu entwickeln und denkt sehr viel darüber nach, wie sie in verschiedenen Kontexten eben dargestellt ist. Und das, da ist sie sehr sensibel, und findet unterschiedliche, oder ihre Künstler finden unterschiedliche Ausdrucksformen. Aber wie gesagt, ich kann das hier nicht weiter vertiefen, das würde mich zu sehr dann auch in andere Gebiete führen. Aber ich wollte jetzt, bevor ich auf Mechlin jetzt näher eingehe, Ihnen doch noch mal ganz kurz zeigen, wo sie als Mäzenin aktiv war. Mechlin haben Sie natürlich auf der Karte schon gesehen, das ist der Ort, wie gesagt, wo ihre Sammlung, es war keine mobile Sammlung, sondern eine an das Haus gebundene Sammlung. Viele Wissenschaftler oder viele Menschen wissen nicht, dass sie auch sehr aktiv in anderen Stellen war. Vor allen Dingen Brügge, ist der Ort, wo sie ein Kloster für Franziskanerinnen gegründet hat. Es war den sieben Schmerzen Mariens gewidmet. Sie hat es mit Objekten ausgestattet und sie hat es als ihren letzten Wohnsitz im Alter eigentlich geplant gehabt und ist dann aber aufgrund einer Verletzung an Wundstarrkrampf im Alter von 50 Jahren gestorben und konnte also das nie wahrnehmen. Sie hatte auch in ihrem Kloster hier unten in Bru einen ganzen Flügel für sich bauen lassen, um eventuell auch da zu leben, aber sie hat dieses fantastische, heute noch sehr gut erhaltene Kloster mit Kirche nie gesehen. Sie hat es aus der Entfernung, aus den Niederlanden heraus, durch ihre Künstler, durch ihren Hofhistoriografen und so weiter erbauen lassen. Auch das finde ich einfach schon eine große Leistung, so etwas auf der Entfernung durchzuführen. Aber ich werde mich heute vor allen Dingen auf die burgundischen Niederlande konzentrieren und möchte mich jetzt so ein wenig einzoomen auf die Stadt Mechlin. Und Sie erkennen vielleicht hier nochmal die Statue, die ich auf meiner Titelfolie hatte. Das ist eine Statue aus dem 19. Jahrhundert, die sich heute auf dem Rote Markt, dem großen Platz in Mechlin befindet und hintendran natürlich die berühmte Sint-Rombouts-Kerk, die große Kirche, die eben diesen unglaublich großen Westturm hat, der eben auch aus der Zeit ist. Diese Folie soll Ihnen kurz noch mal zeigen, also hier war die Kirche, die Rombautskerk, da führt eine große Straße hier entlang, man kommt in die Kaiserstraße und hier, das, der rote Punkt, das ist die Stelle, wo sich der Hof von Savoyen befindet, eben die Residenz von Margarete von Österreich. Gegenüber der gelbe Punkt ist eigentlich genauso wichtig, und zwar war das der alte Adelspalast, der ursprünglich auch sehr groß war, an dem zunächst Margarete von York, ihre Stief,
Großtante und später dann eben ein Teil der Kinder von Maximilian und Juana Lolloca gelebt haben, bis sie eben entweder volljährig waren oder eben an andere Höfe verheiratet worden sind. Also wir haben ja eigentlich eine Art Konzentration von zwei Höfen an dieser Stelle innerhalb der Stadt. Und was ich allerdings auch kürzlich bei meinen Vorarbeiten zu einem Beitrag über die Stadt Mechelen als städtisches Zentrum herausfinden konnte, ist, dass doch sehr viele Adlige der Zeit, und ja, Sie können hier das Hotel von Nassau, den Hof von Palermo, den Hof von Hochstraten, Hof von Egmont, also viele der wichtigen Adelsvertreter, die auch Ämter natürlich am Hof hatten, bei ihr oder bei Karl V., hatten eine Stadtresidenz. Und das ist insofern eben auch wichtig, weil es zeigt, dass Mechelen eben nicht nur eine kleine Provinzstadt war, sondern neben Brüssel, das eben durch den Kaudenberg-Palast und eben eine hervorgehobene Stellung hatte, eben auch in Mechelen es sehr viele offizielle Residenzen gab und es als eine wichtige Stadt in der Zeit bis zu ihrem Tod zu gelten hat. Ja, das ist jetzt mal ein touristischer Blick in den Innenhof. Wenn Sie eben die Stadt besuchen, werden Sie diese Residenz in ähnlicher Form eben heute sehen können. Aber ich möchte doch als kleine Warnung da noch hinzufügen, dass das ein verschöntes Bild des 19. Jahrhunderts ist. Sie haben also hier, das ist Original und das ist Original. Das ist, ich werde Ihnen das gleich zeigen, wo die Bibliothek ursprünglich war. Das ist, wo die Festsäle waren. Und diese Arkade und einige der anderen Bauteile sind der Fantasie des 19. Jahrhunderts entsprungen. Aber es ist trotzdem ein Versuch, eben die Pracht und die Größe des Hofes eben darzustellen. Was auch meiner Ansicht nach bemerkenswert ist, wenn wir uns mit dem Hof und der Sammlung von Margarete von Österreich beschäftigen, ist, dass sie sehr viele Hofkünstler angestellt hat. Und unter den Hofmalern zum Beispiel können wir den Italiener Jacopo da Barberi nennen, der dann allerdings 1516 sehr alt an ihrem Hof stirbt, er ja fast vielleicht sogar ein Gnadenbrot da bekommen hat. Aber es gibt auch einige Werke, die seinen Namen tragen und die im Inventar erscheinen. Dann der niederländische Brüsseler Maler und Teppichentwerfer Bernhard van Orly, dann später Jan Vermeijn. Sie hatte einen Hofbildhauer, Konrad Meid, der Künstler, der dieses wunderbare Medaillon geschaffen hat. Sie hatte Hofgoldschmiede, sie hatte einen Hofminiaturisten, einen Hoftapissier und einen Hofsticker. Also allein schon das, denke ich, macht sehr klar, dass ihr diese Kunst und die Förderung der Kunst sehr wichtig gewesen sein muss. Das lässt sich nämlich nicht unbedingt über jeden Sammler, den wir in der Zeit kennen, sagen. Übrigens auf der linken Seite, das habe ich vergessen zu sagen, ist auch noch eine kleine Porträtbüste aus London von Konrad Meid. Und das Interessante ist eben, dass sie da nicht als Witwe, sondern als Ehefrau dargestellt ist. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube, man sollte die Frage nicht unterschlagen. Wir reden immer so von Sammlung und ja, sie hat eine Sammlung und so weiter. Aber was ist eigentlich eine Sammlung? Das ist, wie wir auch gerade heute von Herrn Kirchweger in unserer wunderbaren Führung durch die Kunstkammer hören konnten, gar nicht so einfach. Und auch die Räumlichkeiten gegeneinander abzugrenzen, das ist nicht unbedingt alles immer so klar und muss in jedem Fall auch definiert werden. Und die Quellen, die wir benutzen, zum Beispiel die Inventare, die führen alles Mögliche auf. Da ist auch Tischwäsche und Zitronenpressen und was weiß ich, was da dabei ist. Also das würden wir nicht als Kunst bezeichnen. Und trotzdem ist es unsere Quelle, aus der wir eben diese Sammlungen rekonstruieren können. Ich dachte auch einfach, ich zeige Ihnen auch nochmal, ja, die Sachen, über die ich sprechen werde heute, sind in alle möglichen Museen verteilt. Insofern ist auch das wirklich so eine kleine
Detektivarbeit, die wieder so virtuell zusammenzuführen, weil eben unsere Vorstellung von Museen heute eine andere ist und sich das in verschiedene Untergattungen eben aufgeteilt hat und wir quasi diese einzelnen Museen besuchen müssen. Sie haben großes Glück, es gibt sehr viele der Werke hier noch in Wien, also theoretisch könnten Sie einiges, was sie besessen hat, hier an verschiedenen Orten sehen. Ich dachte, es ist vielleicht für Sie auch einfach interessant, eine Vorstellung zu bekommen, wie groß so eine Sammlung ist. Und ich habe jetzt hier wirklich nur die Objekte, die ich jetzt, sagen wir mal, in die Kategorie Kunst einordnen würde oder sammelwertes Material, Objekte auch, und habe die einfach mal, damit Sie sich eine Vorstellung machen können von der Größenordnung. Für uns ist natürlich jetzt 380 Handschriften und Bücher eine sehr kleine Zahl, aber für eine weibliche Sammlerin, also aus der Zeit, ist das durchaus eine recht ordentliche Anzahl von Büchern, die sie eben in einer, wir wissen sehr viel über die Bibliothek, weil wir auch die Stadtrechnungen noch haben. Das war ein großer Raum, an dem eben Pulte und Fackeln waren zum Lesen und die wurde von eben verschiedenen Leuten benutzt, nicht nur von ihr, sondern vom Hof, ihren Kindern, also ihren Neffen und Nichten. Es war ein, das ist wichtig auch, um zu verstehen, dass der Hof von Savoyen, wie er genannt wurde in der Zeit, eben auch ein Zentrum war, an dem Wissen gesammelt wurde und eben zur Verfügung gestellt wurde. Sie hatte eben 385 Tafelbilder, Stickbilder, Bildteppiche, Skulpturen. Das ist natürlich auch wichtig, im Grunde genommen sich klarzumachen, dass eben nicht nur Gemälde eine Rolle spielten, sondern dass gestickte Bilder vielleicht genauso wichtig waren und genauso geschätzt wurden als Kunstform. Und wie gesagt, Sie sehen das ja hier, ich habe das ja im Einzelnen so ein bisschen aufgeführt. Dann gibt es natürlich auch etliche Objekte aus Gold, Silber und Email, die in einem getrennten Inventar aufgehoben wurden und eben dadurch anders dokumentiert sind. Sie wurden wahrscheinlich, weil sie eben diesen hohen Wert hatten, aus dem normalen Inventar herausgehalten. Und ich habe hier dann unter den klassischen Termini, Naturalia, Artefakte, Exotica versucht eben zu zeigen, was sie da an Materialien hatte. Und man ist zum Teil sehr überrascht, wie früh bei ihr eben diese Naturalia oder auch Artefakte eben schon eine große Rolle spielen. Genauso eben auch Quadranten, Uhren, Jardin Clos, das ist eine Sonderform aus Belgien, auf die ich jetzt heute aber leider nicht näher eingehen kann. Aber sagen wir mal, Sie bekommen jetzt vielleicht so ungefähr einen Eindruck von der Vielfalt und von der Größenordnung der Sammlung. Ja, jetzt werde ich Sie im Verlaufe der verbleibenden Zeit durch den Hof in Mechelen führen und versuchen, Ihnen zu zeigen, was in welchen Räumen ausgestellt wurde. Und also ich muss sagen, was mich an diesem Projekt vielleicht am meisten fasziniert hat, ist eben, dass man in der Lage ist, wenn man das Glück hat, so gute Quellen zu haben, wie das in dieser Studie der Fall ist, sich reindenken kann in das Leben, das sie eben als Statthalterin geführt hat und wie sie im Grunde genommen sich mit diesen Ausstattungsstücken in der Öffentlichkeit präsentiert hat. Und das ist eben möglich gewesen in der Kombination mit den Stadtrechnungen, die Räumlichkeiten zu rekonstruieren. Und Sie sehen, ich habe das hier, das Gelbe, das sind die Titel, die in dem Inventar auftauchen. Das ist zum Teil sehr kryptisch, ja. Première chambre à cheminée, ja, erster Raum mit Kamin oder riche cabinet, kleines Zimmerchen, Kabinett, reich ausgestattet. Die sagen einem aber nicht, wofür der Raum benutzt wird. Aber anhand der Hofordnungen und anhand der Ausstattungsstücke ist man dann aber letztendlich doch in der Lage, die Funktion der einzelnen Räume mehr oder weniger zuverlässig zu bestimmen. Ein ganz Punkt ist mir besonders wichtig.
Die meisten Räume waren multifunktional. Also das wissen wir auch aus den Hofordnungen, dass ein Raum wie die Kapelle, das ist Nummer 2, ja, konnte mal als Kapelle benutzt werden, mal als Versammlungsraum. Und so ist es mit den meisten anderen Räumen auch, dass eben man flexibel war und eben auch Objekte reinhängen konnte oder auch nicht und dadurch verschiedene Funktionen sich ergeben. Was ich auch noch sagen wollte, ist, das ist jetzt die Ansicht von der Kaiserstraat und ich habe das hier mal blau markiert. Ja. Den Blick, den Sie eben hatten, war von hier über den ersten Innenhof, über den zweiten Innenhof. Wir haben auf die Bibliothek geschaut, wir haben hier auf die Festsäle aus Sandstein geschaut und das war das, was ich als 19. Jahrhundert bezeichnet hatte. Nur damit Sie sich vielleicht ein bisschen besser orientieren können. Okay, fangen wir mal mit der Bibliothek an. Die Bibliothek, ja, ich sagte schon, es ist ein großer Raum. Er ist als Bibliothek zu benutzen. Wir wissen eben, dass es da Bänke gab und Möglichkeiten, eben die Bücher, die dort auf Regalen lagen, zu benutzen. Aber es ist auch ein Repräsentationsraum. Zum Beispiel wissen wir, dass Karl V. einmal in Mechelen zu Besuch war und dass dort eben quasi viele der Personen sich dort aufgehalten haben. Vielleicht gehe ich gerade noch mal zurück. Eins, das hatte ich vergessen zu sagen. Das hier ist hier der heutige Haupteingang. Aber zu Lebzeiten von Margarete waren diese Teile nicht fertig geworden und der Haupteingang war hier. Also sie kamen hier von der hinteren Seite der Residenz. Sie konnten dann hier in dieses großzügige Treppenhaus und dann konnten sie eben entweder in die Bibliothek oder in die Kapelle oder direkt in das Première Chambre à Cheminée. Jetzt schauen wir uns dann mal ein paar Objekte an. Also in der Bibliothek gab es etwa 20 Porträts, die sich zum Teil am Kamin befunden haben. Im Zentrum des Kaminaufbaus befand sich dieses etwas kuriose Objekt hier, ein aus Holz geschnitzter Hirschkopf mit richtigem Geweih. Und dieses Kruzifix oben ist aus einem anderen Kontext, wurde oben auf den Kopf aufgepflanzt. Und es gibt Dokumentation, wir wissen, dass dieses Objekt hier von Konrad Meid, ihrem Hofbildhauer, geschnitzt wurde. Und ich war sehr stolz, ja, dass ich das in Kopenhagen in der Königlichen Sammlung identifizieren konnte, weil es eben wirklich Teil ihrer Ausstattung war. Und um diesen Kopf waren dann so diverse Porträts von meistens Leuten, die politisch jetzt nicht unbedingt ihre Verbündeten waren. Ja? Also der französische König und der Sultan, ja? Das waren ja eher die Feinde als die Freunde und die bekamen ihren Platz in der Bibliothek. Aber es gab auch ein Porträt ihres Vaters als Kaiser. Das ist das einzige Porträt, in dem er in dieser Form, in der Sie ihn wahrscheinlich alle am besten kennen, eben mit seinem Ornat und seiner Krone, dem Zepter, eben ein offizielles Bild, das befand sich in der Bibliothek. Hier muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, die Beschreibungen sind sehr detailliert, aber sie sind oft nicht detailliert genug, um jetzt genau zu sagen, ja, das ist das Bild, das heute in Innsbruck im Museum ist oder hier in der Gemäldegalerie. Wir wissen mehr, es handelt sich um diesen Typ. Ja. Das ist eben ein Problem, das wir zum Teil mit den Quellen haben, dass wir uns nur annähern können. Und in manchen Fällen können wir es auch ganz präzise bestimmen. Was gab es noch in der Bibliothek? Schlachtenbilder. Das ist auch sehr interessant natürlich. Und das zeigt uns besonders deutlich, dass die Bibliothek ein Raum war, in der man sich von seiner besten Seite gezeigt hat. Das ist jetzt zum Beispiel die Schlacht von Pavia, die natürlich Karl V. gewonnen hatte, da den Franzosen besiegt hatte. Und so gab es noch ein anderes Schlachtenbild und auch einige Trophäen, eine Fahne von einer Schlacht aus dem Krieg mit Geldern, die man eben in der Bibliothek aufbewahrte.
um eben etwas über seine eigene Familie auszusagen. In diese Gruppe gehört auch dieses wirklich sehr interessante und vielleicht weniger bekannte Objekt. Das ist ein Riesenholzschnitt, der eben zur Verteilung eben geplant war auf Papier. Aber es gibt in Antwerpen im Museum Platin Moretus gibt es dieses Exemplar. Das ist auf Pergament gedruckt und handkoloriert, mit Gold gehüllt. Und die Texte hier, die sind handschriftlich eingefügt. Und also ich glaube, man kann das sehr gut begründen, dass das wahrscheinlich das Exemplar war, was Margarete in ihrer Bibliothek aufgehängt hatte. Sie hatte es bei Robert Peril hier in Auftrag gegeben, der eben von ihr nach Bologna gesandt worden war, um die Ereignisse, um die Kaiserkrönung Karls des V. im Bilde festzuhalten. Ja, vielleicht am allerfaszinierendsten ist die Tatsache, dass sie über 70 Objekte aus den neu eroberten Gebieten in Südamerika hatte. Federobjekte, Masken, Objekte aus Türkis und Silber, die eben die diversen Vertreter des spanischen Königshauses eben aus den eben südamerikanischen Gebieten mitgebracht hatten und die zum einen in Brüssel ausgestellt wurden, aber eben auch in Mechelen in der Bibliothek. Und ich habe Ihnen hier jetzt mal die französische Beschreibung eben mitgebracht, in der eben steht, dass eben der Kaiser ihr das gegeben hat und auch ein anderer Herr, Monsieur de la Choux, und le tout en la librairie. Also es ist alles in der Bibliothek und wir haben natürlich dann die einzelnen Einträge, die diese Objekte beschreiben. Und eines der prächtigsten Objekte, das heute leider auch natürlich nicht mehr existiert, war ein sehr großer silberner Mond, für den man einen mit Sternen bestickten Vorhang gemacht hatte. Also der Vorhang, das ist auch so ein Element, das ich persönlich sehr interessant finde. Einige der Bilder, einige der Objekte konnte man eben verhüllen oder auch dann den Vorhang beiseite ziehen und das Werk eben quasi der Öffentlichkeit zugänglich machen. Also ich denke, für jeden Besucher, der nach Mechelen kam, war das sicher eines der exotischsten Aspekte der Sammlung als solche, eben diese große Anhäufung dieser wirklich ungewöhnlichen Importe sozusagen aus einer fremden Welt. Dass sich Margarete also das jetzt nicht nur als Kuriosität sondern verstanden hat, sondern sich auch für die Bedeutung natürlich dieses weltumspannenden Reiches interessiert hat, denke ich, wird klar, wenn man einen kurzen Blick mal in ihr Studierzimmer wirft. Ja? Und zwar sind da zwei Einträge, die eigentlich diese Sammlung in der Bibliothek ergänzen. Zum einen hatte sie einen ausgestopften Paradiesvogel, der in Seidentaft gewickelt war, also einen wirklichen Vogel, so wie er in diesen Berichten beschrieben war. Und die waren ja natürlich auch sehr, sehr rar in der Zeit. Und ich finde es eben interessant, dass sie den eben in ihrem Studiolo, das ist ein sehr privater Raum, in den quasi kaum jemand Zugang hatte, der sich direkt an ihr Schlafzimmer anschloss. Und sie hatte ein Buch, eben dieses hier dargestellte Buch, in dem eben über die neue Welt berichtet wurde von Petrus Martyr Anglerius und es wird eben im Inventar beschrieben, un autre livre faisant mention des îles trouvées. Also da werden, das ist auch immer ganz interessant, wie wird das beschrieben? Also quasi ist erwähnt, die neu gefundenen Inseln wird es hier genannt und Sie sehen an diesem blauen Feld, es wurde ihr gewidmet. Also sie war auch unter den Autoren ein beliebtes Objekt, mehr oder weniger, weil im Grunde genommen man sie ihre Patronage gesucht hat. Ja? Und wie gesagt, also das finde ich sehr wichtig, das zu wissen, dass sie, nämlich sie hat im Studierzimmer nur etwa 8 Bücher gehabt. Und wir können annehmen, dass sie die also wahrscheinlich auch benutzt hat, während die anderen in der Bibliothek, das wissen wir nicht genau, wie oft und wie viel sie die benutzt hat, ist natürlich sehr schwer zu untersuchen. Aber
sie hat eben einen Bericht über den Tod von die Begräbnisfeierlichkeiten ihrer Gegenspielerin Anne de Bretagne in ihrem Studiolog gehabt und eben auch dieses Buch. Und ich denke, da können wir gewisse Rückschlüsse auf ihr Lesematerial vielleicht ziehen. Aber gehen wir zurück, das war jetzt ein kleiner Ausblick auf das Studiolo. Nochmal zurück in die Bibliothek. Wirklich prägnant müssen zwei Marmorbüsten von Konrad Meid gewesen sein, die eben Margarete und ihren Mann, also als Ehepaar, gezeigt haben. Und das ist jetzt, sagen wir mal, dieses kleine Bildnispaar, was sich heute in London befindet, in der British Museum, das eben vielleicht Margarete als Ehefrau hier am besten einfängt. Sie trägt eben hier nicht diese Witwentracht, sondern ein eher tiefer ausgeschnittenes Kleid mit der typisch niederländischen Haube und eben ist neben ihrem Mann Philibert II. Dargestellt. Und diese Beschreibung, die Sie hier auf der Leinwand sehen, ist eine sehr anschauliche Beschreibung von Antonio de Beatis, der 1516 als Begleiter eines Kardinals durch die Niederlande gereist ist und seine Eindrücke festgehalten hat. Die Beschreibung von Mechelen als wunderbarer Stadt mit großen Straßen und großen Plätzen war auch aus dieser Quelle. Aber wie gesagt, das ist auch ein Objekt, sind Objekte, die verloren gegangen sind. Sehr interessant ist auch, dass sie in der Bibliothek versucht hat, ihren Mann ins Blickfeld zu rücken, also ihren zweiten Mann, ihren verstorbenen Mann Philibert. Und zwar hat sie, er war ein sehr großer Mann, er musste um die 2 Meter groß gewesen sein, und sie hat ihre Rüstung auf einem Gestell in der Bibliothek dargestellt. Daneben hat sie ein Porträt von Philibert gehängt und eine Texttafel, in dem eben etwas über sein Leben stand. Also das ist auch natürlich sehr interessant, wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, dass sie sich gesträubt hat gegen eine weitere Heirat und insofern die Witwenschaft natürlich auch ganz bewusst nach außen demonstriert hat, um eben ihre Treue und ihre Verbundenheit dem letzten Ehemann gegenüber öffentlich zur Schau zu stellen und eben ihren Status als Witwe auch vielleicht zu erklären. Was gab es noch in der Bibliothek? Also die Bibliothek ist sehr unterschiedlich, was sich da alles befindet. Hier befand sich das einzige antikische Objekt. Ja, es war eine Kopie des Dornauszieher in Marmor. Wir kennen es nur aus der Beschreibung, aber es ist natürlich sehr interessant, dass sie ein solches Objekt gehabt hat. Antiken waren nicht ihre Stärke. Da hatte sie, glaube ich, auch keinen Zugang dazu und es ist ihr vielleicht auch nicht so wichtig gewesen. Ja. Was sich erhalten hat, was wirklich auch sehr ungewöhnlich ist, sie hatte ein Service aus klarem venezianischem Glas, das mit ihrem Wappen versehen worden war. Also das muss noch entstanden sein, als sie noch mit Philibert verheiratet ist, weil es eben sein Wappen auch trägt. Und wie gesagt, auch in dieser Bibliothek wahrscheinlich ausgestellt war. Das eine Werk, das ich besonders spektakulär finde, leider auch verloren. Ja, was Sie hier sehen, ist nur ein Vergleich. Ja. Wir wissen aus dem Inventar, dass ihr der König von Dänemark ein Bild zum Geschenk gemacht hat. Das war von Jan Gossard gemalt. Ein Künstler, den sie nicht nur besonders geschätzt hat, sondern auch persönlich gekannt hat. Er hat eine Zeit lang bei ihrem Hof gearbeitet. Und da steht tatsächlich auch drin, ja, dass es sich hier um eine große Tafel handelt mit einem Zwerg und einer Zwergin, beide nackt. Sie halten einen Apfel in der Hand und befinden sich auf einem grün-blauen Grund. Also man fragt sich wirklich, also was sollte das Bild in der Bibliothek? Und vor allen Dingen finde ich, es ist ein unglaublich frühes Beispiel für diese Art von Darstellung eines Hofzwergen nackt. Sie sehen, das hier ist von 1550, also doch um einiges später. Der andere Punkt, auf den ich Sie gerne hinweisen möchte, ist dies, was ich hier blau markiert habe. Fort bien fait. Sehr gut gemacht. Und das ist ein anderer Aspekt ihrer Sammlung, den ich absolut faszinierend finde, ist, dass wir kennerschaftliche Urteile
in vielen der Einträge finden und die etwas auf die Hofkultur, auf den Diskurs über Kunst eben aussagen, der eben sehr ausgeprägt gewesen sein muss an diesem Hof. Ja, ich komme auf diesen Punkt aber dann auch nochmal zurück. Gut, das ist jetzt alles, was ich sagen kann über die Bibliothek. Ich muss schauen, dass ich nicht zu lange spreche. Es gibt natürlich unheimlich viel zu sagen. Sie sehen jetzt das hier, dieses Aquarell aus dem frühen 19. Jahrhundert, zeigt den Hof vor der Restaurierung. Das ist der Eingang, dieser Hintereingang, von dem ich sprach, auf der Fuchtstraat. Und wenn Sie da hochgehen, dann kommen Sie hier in dieses Eckhaus. Dieses Eckhaus wurde neu gebaut und hat eine kleine Apsis. Und das ist eine, ja, für uns vielleicht eine relativ bescheidene Kapelle. Es ist, deutet wenig darauf hin, dass es sich hier um einen Kapellenraum handelt. Aber es muss der Raum gewesen sein, der, sagen wir mal, für Andachten im Haus, wenn der Hof sich versammelt hat, diente. Es gab mehrere Orte, an denen religiöse Funktionen abgehalten werden konnten. Ganz wichtig, das möchte ich an der Stelle vielleicht auch noch mal sagen, ist hier 7, das ist so ein gewölbter Gang, der zu einer Brücke führte. Und neben der Straße, dieser kleinen Straße, befand sich die Peterskirche. Und an der Peterskirche hatte Margarete von Österreich ein Oratorium. Sie konnte also, ohne dass irgendjemand sie gesehen hat, über diese Brücke laufen und von dem Oratorium auf den Altar gucken, an der Messe teilnehmen. Das ist ein Muster, das wir öfters finden. Aber offensichtlich hat sie eben das als alternative Möglichkeit genutzt. Und auf die dritte Möglichkeit komme ich später zu sprechen. Ja, über die Kapelle werde ich nicht so viel sagen. Im Inventar spielt die eine sehr geringe Rolle. Ich glaube, das ist ein Raum, der dann eben ausgestattet werden konnte bei Bedarf. Aber wir wissen, also wir vermuten, dass der Thronbaldachin, den sie hat machen lassen, wahrscheinlich dort auch zum Einsatz kam. Und ich habe versucht, das ist ein bisschen schwer darzustellen, schauen Sie sich bitte mal diesen Baldachin an, ja, mit diesem Dorsale und dem Ciel, also dem Himmelsteil, und denken Sie sich, klappen Sie mal in Ihren Gedanken das so runter, dass quasi das so in der Horizontalen zu liegen kommt. Das, also kann, weil das heute getrennt aufgehängt ist, kann man das nicht mehr sehr gut anders zeigen. Und was ist hier dargestellt? Also Entwurf ist Bernhard van Orly, Ihr Hofmaler. Ausführend ist Peter de Panemaker, Ihr Hoftapissier. Und wir haben zum einen auf der Achse eine Trinitätsdarstellung. Gott Vater, der Heilige Geist, die Kreuzigung. Das ist natürlich diese Achse hier. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie unter dem Baldachin stehen, segnet Sie eigentlich Gott Vater. Ja? Also im Grunde genommen, Sie werden unmittelbar in diesen göttlichen Schutz mit einbezogen. Aber es gibt hier noch einen sehr anderen interessanten Aspekt, der noch zusätzlich hinzukommt. Und zwar, was haben wir hier? Eben die Kreuzigung mit Johannes und Maria, aber auf der linken Seite zwei allegorische Figuren. Einmal Justitia, die Gerechtigkeit, die eben milde walten lässt und ihr Schwert in die Scheide steckt. Und auf der anderen Seite hier kniend Misericordia, die das Blut Christi in einer Schale auffängt. Also ich denke, dass hier ganz eindeutig ihr Einfluss auch zu spüren ist, dass sie hier eine Art programmatischen Baldachin hat konstruieren lassen, indem sie als Regentin eben auch ihre Rolle als Landesmutter, die eben Gerechtigkeit oder Mildtätigkeit hat walten lassen, sich hier auch fassen lassen. Ein Argument, ich werde das nur kurz zeigen können, ist ein anderes Bild, das sie in Auftrag gegeben hat, in dem Fall ein Gemälde, Bernhard van Orly. Wir haben wieder die Kreuzigung mit Johannes und Maria. In dem Fall sind die beiden Figuren in den Himmel gerückt und sie haben auf der einen Seite Justitia, die ihr Schwert wieder in die Scheide steckt, und auf der anderen Seite, also wirklich spektakulär finde ich persönlich, für jemanden, der versucht, für sich eine Rolle zu finden, Caritas, also die mütterliche Frau, die diese nackten Kinder um sich versammelt. Aber wer ihr Porträt kennt, weiß sofort, dass das Margarete ist. Also sie lässt sich quasi als Caritas darstellen. Also das ist für mich
wirklich eigentlich das beste Beispiel, um zu zeigen auch, wie sie versucht, für sich und ihre neue Rolle als Generalstatthalterin auch Bildformen zu finden. Und da gibt es noch ein anderes Gemälde, auf das ich aber heute nicht eingehen werde. Dann gab es in der Hofkapelle noch ein Set von 4 religiösen Teppichen, die eben verschiedene Passionsszenen dargestellt haben und die eigentlich auch sehr berühmt sind, weil eben dieses quadratische Format vergleichsweise kleiner als vieles, was wir sonst so aus Teppichsammlungen kennen, eben zugeschnitten auf diesen Stadtpalast mittlerer Größe. Das ist kein Versailles, ja, das ist eben eine Stadtresidenz und da wären eben größere Teppichzyklen auch, die sie hatte, aber die sie nicht aufhängen konnte, denke ich, weil ihr der Festsaal noch nicht fertig war, hat sie eben im Grunde genommen diese kleinteilige, vierteilige Teppichserie für ihre Kapelle weben lassen. Verlassen wir die Bibliothek, die Kapelle und gehen in den nächsten größeren Raum, la première chambre à cheminée, den ich als Speisesaal und als Ort ihrer Porträtgalerie identifizieren konnte. Das war eigentlich meine erste Veröffentlichung, wo ich gedacht habe, ja, das muss ich irgendwie mal signalisieren, dass ich hier was beizutragen habe. Und das Glück hatte eben im Grunde genommen, das im Art Bulletin vorzustellen. Und wirklich vorher war nicht bekannt gewesen, dass sie überhaupt eine Porträtgalerie hat. Und die Porträtgalerie ist sehr strukturiert. Ja. Wir haben verschiedene Gruppen von Porträts. Das sind zum einen Familienmitglieder aus dem Hause Spanien, Habsburg und Burgund. Und dann einige Figuren, die eben durch Heirat oder durch eben Alliierte, quasi Verbündete, wie etwa die Engländer und auch dieser Heinrich der VIII., der ja dann mal der dritte Ehemann werden sollte, die waren alle in dieser Porträtgalerie versammelt und die meisten der hier beschriebenen Porträts zeichnen sich auch dadurch aus, dass die Männer, das sind quasi überwiegend Männer, den Orden des Goldenen Vlieses tragen, also diesen Hausorden, der natürlich für die Familie als politische Organisation besonders wichtig war. Hier das macht das ein bisschen deutlicher. Hier haben Sie dann in der oberen Reihe einige Beispiele des Hauses Burgund und in der unteren Reihe einige Vertreter des Hauses Österreich. Und wie gesagt, die meisten sind von Ihnen eben Mitglieder des Ordens des Goldenen Vlieses gewesen. Johann Ohnefurcht, der ist zu früh gestorben, bei dem trifft das nicht zu, aber die anderen waren in der Regel eben gehörten in den inneren Kreis. Mir kommt es jetzt auch noch mal drauf an, ja, also das ist das Porträt, das wahrscheinlich in der Sammlung hing und eine Version dieses Porträts auch. Und wenn Sie sich jetzt das noch mal anschauen, das ist eine Handschrift, die sich hier auch in Wien befindet, Statutenbuch des Ordens vom Goldenen Vlies, da sehen Sie, dass das 1:1 identisch ist. Natürlich, das eine ist ein Gemälde, wir kennen den Künstler Bernhard van Orly, das andere ist eine Buchmalerei. Und es sind etwa 5 Bilder, die sich, meine ich, zurückführen lassen auf die Sammlung von Margarete von Österreich. Und das ist ein Aspekt, der, denke ich, auch wichtig ist, zu wissen, dass offensichtlich diese Porträtgalerie einen sehr offiziellen Status hatte und als Vorlagensammlung dienen konnte. An der Stelle möchte ich noch mal kurz einfügen, ein Objekt, das Sie ja kennen, weil es letztes Jahr war es, glaube ich, oder das Jahr davor, hier ausgestellt war. Und mir ging es einfach noch mal darum, wenn Sie sich diese Porträts anschauen, das sind Halbfigurenporträts, wir können das Gesicht erkennen, es ist ja naturnah vielleicht, ja. Und dann dieses Bild, das eigentlich beherrscht wird von Wappen, Insignien oder Emblemen, ja, Sie haben ja all diese diversen Embleme aus dem Hause Spanien und Burgund und dann der kleine Karl der V. als spanischer König, der eigentlich kaum zu erkennen ist, ja. Jetzt hat mein Kollege Wim Hüsken kürzlich eine Quelle gefunden,
in den Stadtrechnungen, die genau uns sagt, wofür dieses Triptychon eben gemacht war. Und zwar steht da eben, dass es für den Steuerbeamten war und dass eben, Sie sehen es hier unten nochmal, in dem da quasi alle Länder geschrieben und gemalt. Ja? Also quasi, es ist ein offizielles Dokument. Es geht hier nicht um Porträtähnlichkeit, sondern es geht hier um ja, die Regionen, in denen er eben das Landesoberhaupt war und seine verschiedenen Ämter, seine Titel. Also ein anderer Fall von Porträt als das, was wir in der Porträtgalerie haben. Ich will jetzt gerne auf 5 und 6 eingehen. 5 ist das zweite große Zimmer, Seconde Chambre à Cheminée, das ihr persönlichster Raum war. Also in dem war ihr Bett eins. Aber man darf das natürlich jetzt nicht in unserem Sinne von einem Schlafzimmer, privates Zimmer, in dem niemand reingeführt werden kann, sondern das sind auch offizielle Räume, die aber mit sehr restriktivem Zugang behaftet sind. Ja. Nur ausgewählte Personen werden in diese Räume zugelassen, auch die Hofdamen natürlich. Aber hier ist der Raum, an der die höchste Konzentration von wertvollen Gemälden zu finden sind. Also man kann davon im gewissen Sinne von Porträtgalerie sprechen. Und dann haben wir hier diesen kleinen Raum, das ist das sogenannte Petit Cabinet, eine Art Studiolo. Das ist da, wo dieser ausgestopfte Paradiesvogel wahrscheinlich gehangen hat. Ja, hier an der Stelle möchte ich dann doch auch dieses momentan ausgestellte Diptychon aus Gent mit ins Spiel bringen. Und ich persönlich glaube, dass dieser Eintrag das am nächsten trifft. Ja? Also übersetzt steht da ungefähr, empfangen, nachdem dieses Inventar gemacht worden ist, eine Doppeltafel. Auf der einen Seite eine Maria, eine unsere liebe Frau, in blau gekleidet und sie hält ihr Kind auf der rechten Seite. Auf der anderen Seite sehen wir Madame auf den Knien und sie betet das Kind an. Und Sie sehen also hier natürlich ein sehr schönes Porträt von Margarete von Österreich. Es wird dem Meister von 1499 zugeschrieben. Sie kniet auf einem heraldischen Teppich, der ihr Wappen darstellt. Das Wappen ist aus dem Festsaal im Hof von Savoy. Also das ist ihr Familienwappen. Und hier oben ist nochmal ein kleines Wappen, das ihre Zugehörigkeit als Ehefrau zum Savoyischen Hof auch nochmal an kleinerer Stelle unterstreicht. Und wie gesagt, ich sage das ja schon mal an anderer Stelle, die Beschreibungen sind genau, aber wir wissen nie ganz genau, welches Objekt damit dann tatsächlich auch korrespondiert. Und eine Kollegin, Marion Ainsworth vom Metropolitan Museum in New York, meinte eine Zeit lang, dass dieses Diptychon eher auf diese Beschreibung passen würde. Es befindet sich heute in Privatbesitz, deswegen ist die Qualität auch dieses Diptychons, dieses Fotos ist nicht so gut. Aber wir haben hier diesen ganz interessanten Fall, Margarete betet und schaut hinüber zu Maria mit dem Christuskind. Das Christuskind ruft Veni und sie sagt Placet. Ja? Also quasi die beiden sprechen miteinander. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, uns nochmal in Erinnerung rufen, was stand genau in der Inventarbeschreibung, da stand ja was, dass sie kniet und dass Maria das Kind auf der rechten Seite hält. Also es beides, meine ich, trifft hier nicht zu. Ja? Insofern bin ich nicht der Meinung, dass das ist, was in dem Inventar beschrieben ist. Aber mir kommt jetzt auch nochmal wichtig drauf an, wir wissen, dass im Schlafzimmer die Möglichkeit bestand zu beten. Es gab einen kleinen Altar, es gab ein Kissen, auf dem sie knien konnte. Sie hatte religiöse Bücher auch in ihrem Studiolo. Und insofern, und etliche Diptychen und Triptychen von religiösen Inhalt, die ihre Familienmitglieder zeigten. Also ihren Vater und ihren Neffen. Insofern also war das sicher auch ein Ort,
an dem sie in ganz privater Zurückgezogenheit beten konnte, für ihre, im Andenken vielleicht auch an ihre verstorbenen Verwandten. Deswegen ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich in diesem Raum auch sehr viele religiöse Bilder befinden. Sie haben hier auf der einen Seite von Jan Mostert ein Ecce Homo-Bild. Das ist ein Bild, das ganz eindeutig aus der Sammlung ist. Auf der linken Seite ein Bild, das der Beschreibung im Inventar nahe kommt. Ein Bild, das in den Umkreis von Hieronymus Bosch gerückt wird. Und wenn man sich da die Beschreibung anschaut, steht eben eindeutig drin, dass das Bild, was sie hatte, ein heiliger Antonius war, der von Hieronymus Bosch gemalt worden war, und dass das so sonderbare Figuren in dem Bild sind. Ja, also, und das ist ein Geschenk der Zimmerdame von einer ihrer Nichten war. Das ist mir jetzt auch nochmal wichtig. Wir hatten jetzt schon mehrere Beispiele dafür, dass eben Margarete Kunst geschenkt bekommt. Und ich glaube, das ist ein eindeutiges Merkmal dafür, dass es ihr nicht nur um den materiellen Wert geht, sondern sehr viel auch um den Kunstwert. Das lässt sich auch auf viele andere Werke ausdehnen. Ja? Das ist auch ein Geschenk eines Hofbeamten. Es ist die berühmte Brunnenmadonna von Van Eyck. Allerdings ist der Name Van Eyck nicht im Inventar erwähnt, aber es wird auf die hohe Qualität verwiesen. Ja? Fête de bonne main, fort antique. Also es ist von sehr guter Hand gemalt, es ist sehr alt. Ja? Aber wir wissen nicht genau, also wir können nur aus der Beschreibung schließen, dass es sich um dieses Bild handeln muss. Ich kann da jetzt nicht im Detail eingehen, aber wenn Sie die Liste der Namen der Künstler anschauen, die wir mit ihrer Sammlung in Verbindung bringen können, dann sehen Sie, dass das sehr gute Künstler sind. Viele von ihnen wirklich zu den führenden Künstlern ihrer Zeit gehören. Und auch wichtig, es sind viele niederländische Künstler, aber auch französische Künstler, deutsche Künstler, italienische Künstler. Und natürlich das Prunkstück ist die Arnolfini-Hochzeit, die sich eben ursprünglich in ihrem Schlafzimmer befand. Auch das ein Geschenk eines spanischen Höflings, Don Diego de Guevara. Und auch hier wieder höchstes Lob, fort exquis, also sehr, sehr gut. Und hier wird jetzt der Name genannt, Fait du peintre Johannes, Fait de la main de Johannes. Es wird zwar nicht gesagt Johannes van Eyck aus Brügge, aber wiederum ist die Beschreibung so genau, dass wir wissen, es handelt sich um diese Arnolfini-Hochzeit und es ist eben eines der Meisterwerke von Jan van Eyck. Aber ich sagte ja auch bereits, sie hat auch italienische Kunst und eines der interessantesten in dem Zusammenhang ist dieses kleine Täfelchen hier, das sich heute in Windsor Castle befindet, das ein etwas ungewöhnliches Thema zeigt. Also es ist der Christusknabe, der dem Johannesknaben einen Kuss gibt. Ja. Und eben das ist auch in den Beschreibungen so, zwei kleine Kinder, die sich umarmen und in der freien Natur. Ja. Und es ist eines der höchst gelobten Fort Bienfait. Wie gesagt, ursprünglich hatten in der Forschung herrschte die Meinung, dass das ein Bild von Jos van Kleve war. Aber ich denke, es gibt gewisse Argumente, die ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht ausführen kann. Muss es sich um dieses Original von Marco Docciono, einem sehr bekannten Mailänder Künstler, der stark von Leonardo da Vinci beeinflusst ist, handeln, das sich eben in ihrem Schlafzimmer befand? Und warum sage ich das? Eben, weil das quasi sofort übernommen wurde, und zwar von Jos van Kleve in den 30er Jahren. Und er hat unendlich viele Kopien dieser zwei kleinen Kinder übernommen, aber die dann in einen anderen Rahmen gestellt. Das war so dieser Versuch eben auch der Niederländer, sich jetzt so ein bisschen mehr auf diese Mailänder Schiene zu begeben, eben diese sehr in Sfumato-Tönen gemalten Kleinkinder. Ja. Gut, den letzten Teil meiner Ausführungen betrifft zwei Räume, die zusammengehören. 6, das Studiolo ist im ersten Stockwerk, 8 ist das sogenannte Cabinet Ombre le Jardin, das kleine Räumchen, das Kabinett, das sich in der Nähe des Gartens befindet.
Es ist der einzige Sammlungsraum, der sich im Erdgeschoss befindet. Die gehören aber inhaltlich sehr eng zusammen. Und das Gartenkabinett hat sich aus dem Studio Loel entwickelt. Das wissen wir durch die verschiedenen Inventare. Was befand sich in diesen kleinen Sammlungsräumen? Zum einen sehr kleinteilige Gegenstände, zum Beispiel dieses M aus Holz geschnitzt, Medaillen, Zeichnungen, Druckgrafik, kleine Naturalia, also kleinteilige Objekte, die auf Regalen ausgestellt wurden. Es befand sich im Studiolo auch ein Tisch und wie gesagt einige Bücher, als Rückzugsort geeignet. Im Cabinet Ombre le Jardin finden sich auch viele ähnliche Objekte, aber was ich besonders wichtig finde, ist, dass es der einzige Raum ist, der nicht in die Wohnfolge, in die Residenz eingezogen ist, sondern man könnte sich man könnte behaupten, dass es eben ein autonomer Sammlungsraum ist, in dem eben Werke eben ausgestellt wurden, weil sie als Objekte, als Kunstwerke, Artefakte geschätzt wurden. Da gibt es ein wichtiges Argument, das ich hier nur ganz kurz erwähnen möchte. In dem Inventar beschwert sich der Schatz, der Garde Joyeux, der Schatzmeister, darüber, dass Madame ihm verboten hat, das Gewicht dieser Objekte festzuhalten. Also es sind Objekte in Gold und Silber. Und er möchte es jetzt nochmal ganz deutlich machen, es ist nicht seine Schuld, ja, sie hat so gewollt, dass er das weglässt. Ja? Weil das ist die gängige Praxis für teure Objekte mit Gold und Silber, dass man eben das Gewicht angibt, dann merkt man eben, ob was fehlt oder nicht. Und ich denke einfach, sie wollte das jetzt nicht als reine Schatzkammer gesehen haben. Sie hatte eine Schatzkammer, sondern sie wollte das als Raum sehen, in dem eben schöne Objekte eben ausgestellt wurden. Und die wurden dann im Inventar sehr detailliert beschrieben. Wir haben unter anderem eben auch Korallen in Naturform und in geschnitzter Form. Die Naturform sind häufig auf so kleinen Hügelchen. Das sind Bilder aus Ambras. Ich finde es sehr ähnlich, wie das im Inventar beschrieben ist. Wir haben solche Greifenklauengefäße, wir haben Parksdarstellungen. Es ist sehr divers. Ja? Spielsteine, chinesische Gefäße, Skulpturen, Kleinskulpturen, wie wir es ja auch in der Kunstkammer sehr viel sehen, eben als Sammelobjekt. Wir wissen, dass sie afrikanische Objekte hatte, Salzfässer, Löffel und so weiter. Sehr interessant ist auch eben dieses kleine Gemälde von Jan Gossard, das eine Szene aus Ovids Metamorphosen darstellt, eben das Zusammentreffen von Hermaphroditos und Salmakis, die sich dann vereinen zu einem Körper, ja mit zwei Beinen und zwei Oberkörpern. Das wurde ihr geschenkt von dem Bischof von Utrecht. Und ja, ich denke mal, das war sehr schwierig. Was macht man mit so einem Bild? Also im Schlafzimmer kann man es nicht ausstellen. Das würde vielleicht wirklich keinen Sinn machen. Und so, glaube ich, ist dieses Cabinet Ombre le Jardin besonders dazu geeignet, auch Werke zu zeigen, die eben, sagen wir mal, solche eher ungewöhnlichen, ja auch durchaus erotischen Szenen, immerhin geht es hier um diese Nymphe, die sich in diesen jungen Mann verliebt und ihn, ja, vergewaltigt vielleicht sogar, ja, also und quasi dann mit ihm sich vereint, wie es eben in Ovid Moralisé beschrieben war. Und das ist eine Miniatur aus einer ihrer Bücher. Sie hatte mehrere Ausgaben des Ovid Moralisé, die identisch dieselbe Szene nochmal zeigt. Und das aber, diese Art von Bild passt in einen Raum, der in der Nähe des Gartens ist, der eine gewisse Autonomie hat, also quasi nicht direkt mit ihr identifiziert wird. Und in demselben Raum waren auch zwei kleine Statuetten. Also ich zeige Ihnen hier das, was unten in der Kunstkammer zu sehen ist. Aber wir wissen aus der Beschreibung, dass es aus vergoldetem Messing war. Es hat sich nicht erhalten. Aber ich frage mich, und da frage ich Sie eigentlich, ob es nicht irgendwas in dieser Art von Technik gewesen sein konnte. Also hochmodern. Ja? Und das ist auch natürlich, Adam und Eva sind hier ja nicht mehr in religiösem Kontext dargestellt, sondern als zwei nackte Menschen.
Auch so ein Bild passt natürlich sehr gut in diesen Raum, der sich unten im Erdgeschoss befand. Ja, auch dort, das ist jetzt mein letztes Beispiel, ist eine Schrift, die ihr Hofhistoriograf Jean Le Maire de Belge für sie geschrieben hat, als ihr zweiter Mann gestorben ist, in dem er eben das Hohelied der tugendhaften Margarete singt und eben sie vergleicht mit vielen tugendhaften Frauen und Edelsteinen und was weiß ich, ihre Standhaftigkeit im Angesicht all dieser Tragiken, die sie erlebt hat, eben ihr quasi ein Lob singt. Und Margarete hat sich entschlossen, dieses Buch auch in ihrem Gartenkabinett aufzuheben. Auch das befindet sich übrigens hier in Wien in der Österreichischen Nationalbibliothek. Ja, ich denke, wir haben Margarete von Österreich von verschiedenen Seiten betrachtet und haben einen Einblick von ihr gewonnen. Und ich hoffe, Sie sind mit mir einer Meinung, dass sie wirklich eine große Sammlerin mit viel Kunstverstand ist und dies wert ist, ihr ein kleines Denkmal zu setzen. Und ich wiederhole ja eigentlich nur, was Julius von Schlosser schon 1923 gesagt hat, ja, dass sie auf geraume Zeit im Norden noch fast einzig dastehen wird, eine der eben ganz großen fürstlichen Sammlungen. Ja, vielen Dank für Ihre Geduld. Ich bin sicher, ich bin über die Zeit gegangen. Ja, okay.